Peace Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, der Martin. Und zwar fragen mich viele Leute, wie kann man so welche Bauchmuskeln haben? Wie machst du das? Was für Ernährung hast du? Und zwar heute zeige ich euch die ganzen Sachen und die ganzen Tipps und die Geheimnisse, um wirklich eine gute Bauchmuskulatur zu erzielen. Hier mal zu meiner. Nicht lange reden, sondern anfangen. Bis gleich. Jeder Sportler muss gut frühstücken, das heißt, morgens macht ihr euch Kohlenhydrate, Mittag Eiweiß und abends auch Eiweiß. Und zum Beispiel, morgens, ihr steht auf, ihr gießt euch Haferflocken mit Rosinen, das Ganze vermischen. Dann zum Mittag Eiweiß, das heißt Fisch, Fleisch. Fleisch esse ich nicht, aber trotzdem, ihr könnt Produkte nehmen, die halt Protein enthalten, proteinreich sind. Und zum Abends auch das gleiche Eiweiß. Eiweiß, Quark enthält auch viel Eiweiß. So welche Sachen könnt ihr natürlich essen. Auch Brokkoli. Und zwischendurch verschiedene Snacks, das heißt Nüsse. Nüsse enthalten auch viel Proteine. Und zwar müsst ihr wirklich dafür achten, was verschiedene Produkte enthalten. Weil wenn ihr viele Kohlenhydrate isst, dann könnt ihr keine gute Bauchmuskulatur erreichen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Training. Natürlich ist es sehr wichtig, Ernährung ist wirklich wichtig, Training auch. Ohne Training erzählt ihr nichts. Also, mein Training sieht so aus. Zwar habe ich gestern Bauchmuskeln trainiert. Heute bei den anderen Übungen, wo ich die Arme trainiert habe, habe ich das wirklich gemerkt, so einen richtigen Muskelkater. Das müsste auch mal sein. Ihr müsst halt die Grenze wissen, wo ihr Schluss machen sollt. Aber auch manchmal so ein bisschen übertreiben ist auch nicht schlecht. Und zwar, wenn ihr so welche Bauchmuskeln haben wollt, welche Dicke hier richtig reingepresste, müsst ihr mit Gewicht trainieren. Das heißt zum Beispiel, nehmt ihr 15er, 20er Scheibe und macht Crunches. Dadurch erreicht ihr auch natürlich eine richtig gute Bauchmuskulatur. Ihr müsst verschiedene Übungen machen für Bauch und zwar Tag zu Tag verschiedene Übungen. Das heißt zum Beispiel, ihr macht eine Übung, ihr habt gestern Crunches gemacht, und morgen macht ihr dann zum Beispiel an der Reckstange seitliches Bein hochheben. Euer Körper muss wirklich verschiedene Übungen machen. Nicht dran gewöhnen auf eine Übung, so erzielt ihr nichts. Ja, das ist alles wichtig mit den verschiedenen Übungen. Haben wir alles abgeklärt. Und zwar, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Übung. Auf meinem Kanal gibt es ein Video mit Fabian. Haben wir auch mal gemacht. Ich glaube, die 10 besten Sixpack-Übungen. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Aber wenn ihr so welche Übungen wollt, wie Crunches mit Gewicht oder verschiedene Übungen mit Gewicht, wodurch ihr wirklich diese heftige Bauchmuskulatur erzielen könnt. Bauchmuskel ist der Muskel, den ihr wirklich trainieren könnt. Nicht wie zum Beispiel Arme. Ihr dürft halt nicht Arme jeden Tag trainieren oder nach einem Tag wieder Arme. Ihr müsst wirklich Pause machen. So, euer Körper braucht schon Pause. Und zwar Bauch ist der einzige Muskel, den ihr wirklich durchgehend trainieren könnt. Zwar empfehle ich euch mindestens 3 bis 4 Mal die Woche Bauch trainieren. Weil wenn ihr nur einmal die Woche Bauch trainiert, dann frisst ihr euch wieder voll. Das bringt euch nicht. Wirklich, wenn ihr eine gute Bauchmuskulatur erzielen wollt, müsst ihr 3 bis 4 Mal sogar öfter Bauch trainieren. Das muss eingeprägt sein. Zum welchem Resultat kommen wir jetzt? Gute Ernährung. Viel Eiweiß, morgens Kohlenhydrate. Natürlich, wenn ihr nicht viel Kohlenhydrate isst, habt ihr nicht so viel Power. Aber das macht halt nichts aus. Ihr müsst eure Einstellung mental soll wirklich darauf eingehen. Ich bin gut gelaunt, ich habe Energie, ich habe Power, ich schaffe heute mein Training. Ihr müsst wirklich euch so einstellen. Weil wenn ihr euch einstellt, wir kommen zum Training. Ja, heute mache ich mein Training. Oh, ich bin nicht gut gelaunt. Oh, ich mache meine Sätze nicht. Oh, das bringt euch nicht weiter. Ihr könnt gar keine Ziele dann erreichen, weil dann seid ihr so ein Mensch. Ihr müsst wirklich Einstellung bringt alles. Und dann durchziehen. Ernährung, Training und was gibt es noch? Eigentlich nicht mehr. Deswegen, Leute, alles liegt an euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wenn es weitere Fragen stehen, bitte schreibt mir die unter YouTube-Kanal, Kommentare. Und ich sage, ich verabschiede mich. Vielen Dank, Leute.
Und bis zum nächsten Video. Boom. Born from the name to a civilized man with the mic in the hand instead of a gat. You wanna strap something else? Follow me back. Listen, yo, run it back, though.